Und damit Hallihallöchen und willkommen zurück hier auf der Hofbergmann. Ja, ich habe zwischen den Folgen eben Ende gedroschen, fast Ende geschwadet. Wurde so langsam duster, also vor dem Einsammeln werden wir wahrscheinlich mal eine Runde schlafen gehen. Gehen wir einfach mal stark davon aus. In dem kleinen Kipper ist noch ein bisschen drin. Tatsächlich. Und wenn wir das im Lager eingefahren haben, weil das werden wir dann auch eben machen, wenn wir hier durch sind. Dann würde eine Schwart übrig bleiben, die kann ich auch so einsammeln, die eine Schwart. Dann fahre ich hier eben das Vorgewende noch fertig, weil eine Schwart können wir auch eben so einsacken. Das ist ja keine Arbeit. Und wer sagt jetzt einer, das wäre nicht schön geschwadet? Wer sagt jetzt einer, das wäre nicht schön geschwadet? Dann haben wir den ersten Ingame-Tag auch hinter uns. Ach, hierauf tut er sich ein bisschen schwerer. Aber nur ein bisschen. Bin mal gespannt, wie das gleich mit dem Ladewagen wird, weil ich denke mal, wir nehmen den 700er Baureihe Vent. Ich glaube, das ist sinnvoller wie mit dem kleinen 515. Ich denke mal, mit der 900er Baureihe ist es sinniger. Eben hat der mitgelenkt und jetzt dürfte er das eigentlich nicht tun. Dann ist das Rückwärtsfahren mit so einem Ding auch angenehmer. Ja, jetzt bleibe ich eher da stark, weil ich habe die Lenkachsensperrung mit drauf. Jetzt bleiben die Räder schön starr dahinter. Mauer. Machen wir die Zwangsgelenken wieder an. Oder die mitlenkenden Räder machen wir wieder an. Den Fan stelle ich jetzt gleich so, wie er ist, einfach erstmal hin. Weil der Händler, der dürfte sowieso schon zu haben. Also da erreichen wir heute nichts mehr. Was natürlich auch in Mietkosten sich widerspiegeln dürfte, dass wir die Maschine nicht mehr abgeben können. Aber jetzt fahren wir erstmal eine Runde schlafen. Dann nehmen wir uns den 700er. Ich weiß gerade gar nicht, wo der steht. Der müsste oben bei den Rindern stehen. Aber wir gehen jetzt erstmal eine Runde schlafen. Weil ich mag das Dunkle nicht ganz so. Ich meine, ich arbeite auch im Dunkeln. Kein Thema. Wenn ich eine Sache zu Ende kriegen möchte, dann arbeite ich auch im Dunkeln. Was haben wir? 7:30. Ja, machen wir mal 12 Stunden. Finde ich auch so geil, ne? Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade hört, aber er schnarcht. Ja, guten Morgen, liebe Sorgen. Ah, wie geht es euch? Ja, und ich hatte eigentlich gedacht, es würde immer automatisch gehen. Ah, sie haben angefangen. Sie haben angefangen, Eier zu produzieren. Das ist Wunderbärchen. Jetzt flitzen wir noch eben zu hoch zu den Rindern.
Weil die wollen auch gemolken werden. Mindestens einmal am Tag, denke ich. Wenn nicht sogar öfter. Aber hier oben müsste auch unser 700er rumstehen. Obwohl ich am überlegen bin, ob ich von den kleinen Favoriten mindestens einen verkaufe. Na, ihr Tierchens, wie sieht's aus? Habt ihr Bock? Erst anschalten. Aktivieren. Schade, dass ich die Kamera nicht ein Stück drehen kann. Und Melkvorgang starten. Na, wie viel haben wir denn? Wie viel kriegen wir denn zusammen? Wenn wir 1000 Liter zusammenkriegen, zeige ich euch, warum ich den kleinen Johnny noch nicht benutzt habe. Damit er so sauber wie möglich ist halt. Oh, kriegen wir zusammen ohne Probleme. Du bist aber schon fleißig. Aber nicht speichern. Erstmal speichern. Kein Tier dazugekommen. Mischfutter haben sie noch. Sie haben ein Ei produziert. Ei. Hier liegen auch noch Beine. 1600 Liter Milch haben wir produziert. Oder haben die Kühe produziert. Ich ja nicht. Ich stelle mich ja nicht dahin und Futter. Und kommt da Milch. Funktioniert nicht. Einstreuwagen, boah, das steht eigentlich ganz gut da. Ich weiß es nicht mehr. Also, Rinder haben wir gemolken. Die 1000 Liter haben wir zusammen. Entweder zeige ich euch das jetzt gleich in der Folge noch oder in einer der nächsten Folgen. Auf jeden Fall werde ich euch das noch zeigen. Aber die meisten werden sich das denken können. Ja, komm her. Der gute Ladewagen hier. Mal auf. Weil irgendwo müssen wir mit dem Zeug ja hin. Okay, und los. Auf los geht's los. Los. Ich hasse den Achse, ne? Beim Rückwärtsfahren. Ich meine, ich hätte sie jetzt auch sperren können schon, aber dann vergesse ich sie nachher nur wieder aufzumachen. Und es ist ja eigentlich schon das Vorgewende, wo ich rückwärts drücken muss. Dann geht das noch. Aber so kommt hier Stroh zusammen. Das ist gut so. So finde ich das okay. Ja, nachher habe ich ja immer drei Breiten gelegt, aufeinander gelegt.
Obwohl, auf der anderen Seite, wenn wir fahren gleich mal über den Hof, dann schnappe ich mir den kleinen Gator. Die Bahn kriege ich sowieso nicht rein. Aber wir haben hier hinten ja noch die Kleine liegen. Vielleicht kriege ich die rein. Ah, sieht aber auch eher schlecht aus. Dann werde ich die Kleine hier gleich als erstes anfahren und vorgewendet ziehen und dann hoch. Dann die restlichen Bahnen holen. Aber Licht mal aus. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Fahren wir über den Hof. Schmeißen wir das direkt an. Mit dem Gator. Ich lasse irgendwie alles hier in dem Durchgang stehen, oder? Kann das sein? Ich lasse alles da in dem Gang stehen. Weiß der Geier warum. Weiß der Geier. Werkzeugkiste machen wir fest. Die werden wir nachher irgendwo hinlegen. Ich habe gedacht, da geht das Zugmaul. Ich hatte irgendwie erwartet, dass er aufs Zugmaul geht. Fahren wir eben Mirko bei den Rindern. Was? Hat man Kinder, hat man Spaß daran. So, die Milch hätten wir verladen. Jetzt fahren wir eben Runde. Mal streckt so. Tür auf. Tür auf. Warum muss der auch so sauber wie möglich sein? Concentrated, concentrated. Na, 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 wohin? Jetzt rum. Gut, dass der Gator so wendig ist. Also dafür aber dann doch nicht wendig genug. Gucken, kann man den so hier stehen lassen, ohne dass ich irgendwo festhängen bleibt? Naja. Starten. Machen wir die Tür wieder zu. Und jetzt läuft der Käse. Erste Produktion Käse. Läuft. Also erste richtige Produktion. Hat der überhaupt eine Lenkachse? Der hat nicht mal eine Lenkachse, dann bin ich eben einfach nur blöd gefahren. Okay. Sehe ich ein. Sehe ich ein.
Kann ich mit leben. Also gerade habe ich die Lenkachse gesperrt. Beim Rückwärtsfahren hat man eine Lenkachse. Why? STRGI. Alpha sagt vorwärtsfahren. Passt. 22.000 Liter schon mal drin. Passt. Wollen wir den Rest noch vom Acker schmeißen, den da rein? Und dann können wir den 300er ansetzen. Mit Düngen. Müsst ihr mir aber mal bitte in die Kommentare schreiben. Ich nehme ja wieder einen Block auf, wie immer. Hoppala. Wegen einer der Favorits, ob einer wegkommt, weil ich glaube, wir haben jetzt 2 oder 3 Favorit, also Fendt 515, die Black Series haben wir hier stehen und ich glaube einen normalen, irgendwie sowas, entweder einen normalen oder 2 normale, ich weiß es aber gerade ehrlich gesagt nicht genau, aber selbst bei nur 2 Fahrzeugen könnte einer weg. Sind wir ganz ehrlich drin. Einer könnte dann weg. Ah, also. Einer müsste dann mindestens weg können. Weil ich glaube nicht, dass wir so viele Traktoren parallel im Einsatz kriegen werden. Jetzt will ich aber mal wissen. Jetzt schlage ich voll ein. Ich weiß gerade nicht. Ja doch, er hat eine Lenkachse. Ich hatte sie gerade mal ausgeschaltet. Er hat eine mitlenkbare Achse. Oder eine zwangsgelenkte Achse. Könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Ob die jetzt mitlenkt oder zwangsgelenkt ist. Das Ergebnis bleibt dasselbe. Sie lenkt. Ist im Endeffekt das Ergebnis. Und das bleibt nun mal dasselbe. Das hier ist die letzte Bahn, wo ich 2 aufeinander gelegt habe. Also einmal rauf und einmal runter gefahren bin. Ich hoffe, dass ich mir dann das Feld kaufen kann. Feld 4. Dann werde ich das direkt zusammenlegen. Dazu werde ich mir dann aber einen Flug mieten. Also so kann es weitergehen. Habe ich nichts gegen. Ich möchte ja, was ich mir wünschen würde, wäre malbarer Schlamm, auch auf der Map hier, einfach für die Wege. Einfach um die Wege hin und wieder mal so ein bisschen schlammiger zu machen oder die Sachen, wo man ständig drüber fährt, mal ein bisschen schlammiger zu machen, so wie die Einfahrt hier, die ist ja nicht befestigt, einfach Schlamm malen können und das wäre wunderschön. Er lenkt die wieder aus, dann komme ich hier auch besser rein. Wenn der Anhänger nicht macht oder will. Lass mal ganz langsam vorwärts rollen wieder. Und dann haben wir schon ein bisschen was drin. Und dann haben wir auch schon ein wenig was drin.
Nee, aber malbarer Schlamm, das wäre, würde ich richtig feiern. Die Einfahrt da, die wäre auf jeden Fall bei mir Schlamm. Einfach weil die sehr oft benutzt, befahren wird von mir. Wahrscheinlich auch, wenn es mal geregnet hat. Ich glaube, der Feldweg hier, den würde ich auch verschlammen. Weil das ist auch so ein Durchgangsweg in dem Sinne. Hui! Aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Bei irgendeinem YouTuber war es. Da habe ich das schon gesehen mit dem malbaren Schlamm. Aber da hieß es, der ist noch nicht veröffentlicht. Ist ja auch voll und ganz in Ordnung. Die Sachen müssen halt auch, wollen auch getestet werden und alles. Das hier müsste die erste Dreierbahn sein. Oder ist das die zweite? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr, wie ich geschwadet habe. Weil die Folge ging auch verloren, weil das hatte ich eigentlich aufgenommen. Aber irgendwie hat mein Aufnahmeprogramm gesagt, jo, ich nehme dir auf, schwarzes Bild. Kannst gucken, wie du klarkommst quasi. Fand ich nicht ganz so lustig. Ich habe keine Ahnung, ob ich die entsperrt habe. Ich glaube aber nicht. Und früh. Und cool. Es werde kompost. Es werde kompost. Nein, ich habe sie nicht entsperrt. Das war ich, warum der so komisch hinterher lief. Jetzt habe ich es natürlich entsperrt, um sie gleich wieder zu sperren. Ich kann sie einfach gesperrt lassen, ist ja egal. Sieht sowieso nie aus, als hätte die eigentlich. Also vom Achsaufbau würde ich sagen, er hat eigentlich keine. Ich meine, es ist zwar nicht viel Kompost, den wir dabei rauskriegen, aber immerhin etwas. Etwas ist mehr als gar nichts. Da können wir uns schon mal einig drin sein. Mache ich sie direkt auf. Dann habe ich leider nicht den Ärger. Ein Stück zu weit nach vorne gefahren. Ein Stück zu weit nach vorne gedüst. Ich denke mal, ich versuche die Rinder immer mal so. Einmal morgens will ich sie eigentlich quasi melken. Und eventuell einmal abends. Aber da bin ich mir noch nicht sicher wegen Timing. Dass die quasi zweimal am Tag gemolken werden. Nicht damit wir schnellstmöglich Milch zusammenkriegen. Weil von der Geschwindigkeit her ist das egal, ob ich die jetzt einmal melken würde, zweimal melke oder nur melke, wenn da 20.000 Liter drin sind. Aber ich denke da an das Wohl des Tieres. Weil ich denke mal, es ist unangenehm, mit einem überprallen Euter durch die Gegend zu rennen. Also werde ich die wohl ein bis zweimal am Tag. Ich möchte eigentlich zweimal am Tag, einmal morgens und einmal abends. Möchte ich die eigentlich ganz gerne melken. Ziegen haben wir keine. Dahingehend möchte ich auch gerade ehrlich gesagt nicht investieren. Einfach aus dem Grund, das Heu, was wir haben,
Das brauchen wir im Moment für Mischration. Und ich werde jetzt nicht anfangen, hier große Feldränder abzumähen, damit ich Heu kriege. Ich meine, klar, ich könnte auch hinten die Pferdewiese anfangen zu mähen dafür. Könnte ich auch, natürlich. Aber ich sehe auch den Bedarf im Moment dafür nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wo ist der Schlepper? Ah, da ist der Schlepper. Ja, das hier mache ich gerade weniger aus Ego-Perspektive oder aus Innenperspektive, kann das auch so. Einfach auch Abwechslung zu bieten. Und weil es natürlich leichter fällt, muss ich ganz klar sagen, es fällt natürlich auch wesentlich leichter aus der Außenperspektive zu fahren oder rückwärts zu fahren und so was. Gerade beim Rückwärtsfahren ist es auch sehr aus der Außenperspektive natürlich wesentlich einfacher. Jetzt holen wir noch den Rest. Dann ist die Folge auch schon rum. Dann entlasse ich euch. Und dann werden wir die nächsten Tage, denke ich mal, Kompost haben, den wir wegfahren können. Das ist gar nicht so verkehrt. Ah, für die Schulden zurückzuzahlen, gar nicht so verkehrt. Planmäßig nehme ich jetzt noch hiernach noch zwei Folgen auf. Aber für nächste Woche wüsste ich dann, ob ich einen der Favoriten abgeben soll. Oder wer von Farmer? Favorit oder Farmer? Ich weiß es gerade nicht. Also auf jeden Fall von der 500er Baureihe. Dann wüsste ich dahingehend mehr. Wenn ihr mir das in die Kommentare ballert. Ich werde jetzt... Ne, werde ich gerade nicht. Ich werde den kleinen Kipper noch leer fahren. Zwischen den Folgen. Das Gespann natürlich auseinanderhängen. Also da wegstellen, aber das machen wir noch in der Folge. Ne, mache ich nach der Folge. Mache ich noch ein hübsches Thumbnail. Oder versuche noch ein hübsches Thumbnail zu machen. Ein Sumpfmail. Versuche ich noch ein hübsches zu machen, so halbwegs hübsch, wenn es geht. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir zwischen den Ernten? Und was ist das da eigentlich für eine Scheune? Kann auch sein, dass wir uns einfach zwischen den Ernten mal ein bisschen umgucken. Oder ein bisschen planen. Oder was heißt zwischen den Folgen? Während der Aussaatzeit halt, dass wir uns da mal ein bisschen umgucken oder sowas. Aber bis dahin würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.